und zur Regionalliga. Dienstbeginn für die Spieler des FC Sachsen war heute Morgen verdammt früh. 6.30 Uhr nämlich fuhr der Mannschaftsbus in Leipzig Richtung Rostock zum Auswärtsspiel. Und heute nach dem Spiel, da geht es gleich wieder zurück. Es fehlt nämlich das Geld fürs Hotel. Und dazu passt, dass Grimaldi und Backhus vor der Abfahrt in der Umkleidekabine übernachtet hatten, um nicht auch noch von ihrem Wohnort aus Halle anreisen zu müssen. Erstaunlich, alle Spieler sind bereit, Opfer zu bringen, um überhaupt noch den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und Edgar Mielke in Rostock, ganz wichtig für diesen Zusammenhalt ist das sicherlich auch der Trainer, Dirk Heine. Dirk Heine lebt seinen Spielern in diesen Zeiten einiges vor. Und es macht ihm nach wie vor Spaß, den FC Sachsen-Leipzig zu trainieren, sagt er selbst, weil die Mannschaft gut mitzieht. Heute allerdings in Rostock, Sachsen-Leipzig in den dunklen Trikots, zu Beginn des Spiels noch im Tiefschlaf. Vielleicht von der langen Busfahrt. Die erste Chance im Spiel, eine richtig gute für Tobias Jänicke. Und so ging es weiter, vierte Minute, wieder der lange Ball von außen und da ist er drin. Daniel Becker mit der Führung für Hansa Rostock. Lippmann und die gesamte Hintermannschaft sah hier nicht besonders gut aus. So sieht Axel Rietentiet aus, der neue Trainer bei Hansa Rostock 2. Und weiter die Gastgeber in der Vorwärtsbewegung. Wieder ein gefährlicher Ball, Lippmann wieder mit Problemen, aber soeben noch vor der Linie abgefangen. Dieser Ball, gleich mal richtig viel zu tun für Daniel Lippmann. Er will sich sauber verabschieden aus der Liga mit guten, engagierten Leistungen. Gabuszewski über rechts, macht das richtig gut, setzt sich gut durch, hat Auge und Zeit und er sitzt. Ausgleich 1:1. Paul Schinke in der 29. Minute und richtig gut rausgespielt. Schön vorbereitet von Gabuszewski, der die Ruhe bewahrt hier im Zweikampf gegen Götzl und dann mit Auge flankt. Schinke ist an der richtigen Stelle. Auch sie sind zu bewundern. Circa 150 mitgereiste Sachsenfans. Der Kapitän mit dem langen Ball, Backhaus. Guter Versuch, denn Kerner im Rostocker Tor war zu weit vor seiner Kiste. Es laufen die letzten Sekunden in der ersten Halbzeit. Wieder mal eine Prüfung für Lippmann, der auch hier nicht sicher aussah. Alle warten auf den Halbzeitpfiff. Wieder der lange Ball von Backhaus. Gerber mit vorne. Unsicherheit bei Kerner. Und da ist Breitkopf. Nico Breitkopf. In der 45. Minute sagt er Dankeschön. 2:1. Führung nach der langen Anreise in Rostock. Und so jubeln die beiden Breitkopf-Brüder. Eine Führung in der Fremde zur Halbzeit. Und das bei den Begleitumständen. Aber direkt nach Wiederanpfiff das Tor für Hansa. Asani Lukimiaja Mulongoti, der Innenverteidiger, mit dem Kopf, völlig unbedrängt. Und wieder notiert Dirk Heine, Tiefschlafphase nach Wiederbeginn. Weiter Rostock, die nächste sehr gute Chance für den agilen Daniel Becker. Das hätte eigentlich schon die Entscheidung sein müssen. 2:2, immer noch optimistische Sachsen-Fans. Und dann diese Szene hier. Breitkopf, Breitkopf, was macht er? Kerner bedankt sich in diesem Fall bei Breitkopf, also umgekehrt wie vorher beim Tor. Denn der Mittelstürmer tritt hier einfach über den Ball, anstatt einen Treffer zu erzielen, also nichts da. Und es war irgendwie zu befürchten. Hansa Rostock, Lippmann, der Innenverteidiger mit aufgerückt. Zwei Verteidigertore in der zweiten Halbzeit gegen Sachsen-Leipzig. Und dieses hier war schon ein bisschen kurios. Lippmann angeköpft die Latte und dann kommt der Lange und macht den Treffer. Stefan Gusche in der 81. Minute. Dirk Heine lief mal wieder die Zeit davon. Versuchte noch alles mit Einwechslungen, aber das Einzige, was noch bemerkenswert war, war dieses Abseitstor kurz vor Schluss. Und es war tatsächlich Abseits. Ohnehin ja ein cooler Ball. Dirk Heine am Ende frustriert, aber nicht nur er. Auch seine Spieler waren nicht belohnt worden. Niederlagen passieren, wenn man schläft, wenn man die erste Halbzeit sieht. Nach einer Minute 1:0, zweite Halbzeit, erste Minute wieder ein Tor. Dann kann man nicht Fußball spielen.
Da wird der Kampf nicht belohnt am Ende und dann stehst du hier mit leeren Händen, obwohl wir eigentlich die beste Mannschaft ist. Ja? Wir haben heute zweimal noch zu Beginn der Halbzeit auf dem Platz noch weiter geschlafen. Also wir kriegen zwei frühe Tore direkt gleich zu Beginn und direkt nach der Halbzeitpause. Ich denke, das hat uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Die Spieler von Sachsen-Leipzig spielen im Moment nicht nur Fußball, sie erleben auch Fußball mit all seinen dunklen Momenten. Zurück zu Franziska Schenk. Ja. Rostock 2, Sachsen-Leipzig 3:2 und gerade gesehen Hertha 2, Magdeburg 1:0. Damit sieht es folgendermaßen in der Tabelle aus. Kiel natürlich weiter an der Tabellenspitze, dahinter Halle und Babelsberg. Und gerade gehört, Magdeburg konnte die Chance heute nicht nutzen, wieder näher an Kiel heranzukommen. Rostock verbessert sich um einen Rang auf 6, Chemnitz ist auf 9. Wir schauen uns auch noch die zweite Hälfte an. Da sehen wir, Hertha ist jetzt auf Rang 11 und Sachsen-Leipzig bleibt auf Rang 17. Schlusslicht ist Cottbus.